Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Simon und heute möchte ich ein Lego-Set Review machen. Und zwar geht's um das Set Lego Avatar 75576 Skimwing Abenteuer oder Skimwing Adventure im Englischen. Das Set ist aus dem Jahre 2023, kommt mit 259 Teilen und es sind zwei exklusive Minifiguren enthalten. Die UVP ist oder liegt bei 34,99 Euro. Der Skimwing, zu Deutsch könnte man ihn auch Gleitflügler oder sowas nennen, ist ein Lebewesen, das in den tropischen Ozeanen von Pandora lebt. Der kann aus dem Wasser herausfliegen, ähnlich wie so ein fliegenden Fisch, das kennt man ja, und wird von den Navi, das sind die Einwohner von dem Planeten Pandora, geritten, beziehungsweise die Kämpfer der Navi reiten den. Das Ganze kann man natürlich sehen in dem Film Avatar 2 oder The Way of Water. Und ja, jetzt schauen wir uns das Lego-Set dazu einfach mal an. Einmal haben wir die Minifigur Jack Sully. Jack Sully ist einer der Hauptcharaktere aus beiden bisher erschienenen Avatar-Filmen. Hier dieses Set handelt davon, wie Jack Sully von dem Häuptling beigebracht bekommt, wie man auf so einem Skimwing reitet oder, ja, ich würde mal reiten sagen. Ich finde ganz cool bei den Avatar-Figuren, dass sie hinten einmal diesen Schwanz haben und dann auch diese langen Beine, die sind ja im Verhältnis zu den normalen Lego-Figur-Beinen eine gute Ecke länger. Und auch die Kopfteile mit den Ohren, ja, ich finde, die sind ziemlich cool umgesetzt und das sieht echt gut aus. Weiter haben wir hier in dem Set den Anführer der Wassernavi, und zwar den nennt sich Tonowari. Tonowari ist der Anführer des Clans und nimmt Jack Sully auf, als dieser mit seiner Familie Zuflucht sucht. Und er bringt Jack Sully und seiner Familie halt das Leben der Wassernavi näher und ja, zeigt ihnen, wie das so abläuft bei ihnen. Und hier die Figur ist auch ziemlich cool gemacht. Ist natürlich ähnlich wie der Jack Sully, bis auf die Bedruckung. Aber ich finde, die sind beide schon sehr, sehr gut getroffen und ziemlich schön umgesetzt. Was mir hier auch sehr gut gefällt bei dem Set, ist, dass das viele Spielfunktionen hat und Displayfunktionen. Das heißt, auf der einen Seite hat man hier natürlich eine Ansätze einer Unterwasserwelt, die dargestellt wird. Was ich sehr schön finde, und die ist auch sehr authentisch, weil in Pandora ist ja auch alles in diesen grellen Farben. Aber auf der anderen Seite, also man kann natürlich, wenn man mehrere Sets dann kauft von der Reihe, kann man sich auch eine größere Unterwasserwelt zusammenbauen. Aber auf der anderen Seite, wie wir eben schon gesehen haben, kann man hier zum Beispiel die Figur dann auch drauf machen oder hier den Skimwing direkt mit dieser Technik-Connector hier verbinden und dann ist es gleichzeitig auch eine schöne Methode, das Ding einfach darzustellen. Was ich noch sehr cool finde beim Skimwing, sind dem seine Funktionen. Also man kann ihn wirklich hier komplett bewegen. Man kann ihn in alle möglichen Positionen verbiegen und verschieben. Man kann die Flügel hier drehen. Man kann ihn halt darstellen, wie man es dann halt schön findet oder auch zum Spielen. Man kann den Mund schließen, man kann den Kopf drehen, das finde ich sehr, sehr cool. Das wird hier gemacht über solche Ball Joints. Und hier vorne ist dann ein Gelenk verbaut. Und ich finde, mit diesen Flügeln sieht er halt auch sehr majestätisch aus. Und ja, mir gefällt er sehr, sehr gut. Also gerade für so ein kleineres Lego-Set finde ich, ist auf jeden Fall das Bauerlebnis sehr schön. Macht Spaß, man bekommt zwei coole Figuren, man bekommt diese Kreatur hier und hat danach viele Spielmöglichkeiten oder auch Displaymöglichkeiten, wenn man sich das Set nur schön irgendwo ins Regal stellen möchte. Also da finde ich, hat Lego echt eine gute Arbeit gemacht und es ist ja sehr schön geworden. Also mich hat das Set auf jeden Fall überzeugt. Ich würde es mir auch wieder kaufen. Es ist ja auch nicht Lego Exclusive, das heißt, es ist im freien Handel aktuell verfügbar, auch oft mit Rabatten, dann lohnt es sich noch viel mehr. Und ich finde, es ist für Groß und Klein beidermaßen gut geeignet.
Von daher, ich würde es mir wieder kaufen und ja, finde es ein sehr gelungenes Lego-Set. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!